Die Frage war, wie bekommt man das, was in den normalen Eventspuren innerhalb des Events an Daten angezeigt wird, ob es jetzt MIDI oder Audio ist, wie bekommt man die auch in die Automationsspuren hier rein? Und das ist eine gute Frage und im Normalfall hätte ich so eine Art Frage bestimmt erstmal damit beantwortet, ja, guck doch mal in die Preferences, weil man da solche Sachen normalerweise einstellen kann. Allerdings, diese Einstellungsmöglichkeit findet man meines Wissens nach nicht in den Preferences, sondern nur hier in dem Automationspanel, was auch mit F6 zu öffnen ist, wie hier steht. Ich klicke mal drauf und hier sehen wir das hier. Und selbst hier unter Functions findet man nicht diese Funktion, aber hier unter Settings. Und hier, das ist der Punkt, der gewünscht ist, Show Data und Tracks. Wenn ich das jetzt hier anwähle, werden wir direkt hier sehen im Hintergrund, dass die ganzen Daten jetzt auch hier angezeigt werden. Wie wir hier schön sehen. So. Und das kann ein bisschen einfacher sein, seine Automation dann da einzutragen. Mich persönlich stört es meistens, deswegen lasse ich es meistens weg. Was weg, aber wo wir gerade hier sind, eine super Funktion, die man auch nur hier anscheinend einstellen kann, ist Reveal Parameter on Write. Und das ist ziemlich geil, weil im Normalfall, wenn man irgendwie eine Automation schreibt, ich kann ja mal eine hier gleich in meine Talkspur reinschreiben, dann schreibt er die zwar und er liest sie auch, aber man sieht sie nicht. Um die sichtbar zu machen, muss man dann hier immer Rechtsklick, Show Use Automation oder man macht sich solche Shortcuts, wie ich sie mir erstellt habe. Show All Used mit I und Show und Hide All Used mit O. Das heißt, hier drücke ich O, sind alle weg, drücke ich I, sind alle da. Kann man machen, muss man aber nicht. Okay, ich schreibe jetzt einfach mal eine Lautstärkenautomation hier auf meiner Talkspur. Und wir werden direkt sehen, dass dann hier die neue Spur erscheint, sobald ich hier drauf klicke und was verändere. Hier ist direkt meine Automation. As we go a little something like, hit it!